Ich bin nicht das, was die Zahlen sagen. Egal, ob auf Instagram oder meiner Waage. Auch nicht, was der Buchverkauf über mich sagt oder wie hoch der Umsatz als Autorin lag. Das alles sind Fakten über Dinge meines Lebens. Aber weniger persönlich als vielmehr meines Strebens. Viel lieber erinnere ich mich an Wahrheit, die du hast für mich. Ich bin das, was ich bin. Was ich bin durch dich. Ich bin nicht das, was liebe Menschen über mich sagen. Die einen kennen mich laut, die anderen leise. Mit einigen habe ich meine Kindheit verbracht und mit anderen dagegen bis tief in die Nacht gelacht. Die einen schätzen meine Kreativität sehr, die anderen dagegen mein offenes Ohr so viel mehr. Die einen verbinden mit mir das viele Singen. Andere wiederum haben Seiten erlebt, die auch ganz schön klingen. Da orientiere ich mich doch lieber an den, der alles weiß über mich. Ich bin das, was ich bin. Was ich bin durch dich. Ich bin auch nicht das, was meine Träume sind. Heute will ich ein eigenes Café und morgen schon viel lieber ein Kind. Ich will die ganze Welt bereisen und so vielen Menschen sagen Hallo. Und gleichzeitig mag ich die Ruhe, die Stille, die mich schützt vorm K.O. Ich will oft vieles auf einmal und davon ganz schön viel. Dabei geht immer nur stehen oder sitzen, Köln oder Kiel. Die Angebote des Lebens machen mich ganz schön betrunken. Darin sind schon sehr viele Menschen versunken. Bitte stell du mich doch auf sicheren Grund. Ich bin das, was ich bin. Was ich höre aus deinem Mund. Ich bin auch nicht das, was mein Beziehungsstatus verrät. Ob ich Kinder habe oder nur Haustiere und dafür ganz viel Geld. Die einen finden schon früh ihr festes Glück. Die anderen dagegen suchen und alles scheint so verrückt. Wenn immer der Lebenstraum Hauskind und Familie war, aber kein Partner in Sicht war und es ganz anders kam, dann tut es weh. Und man muss den Traum loslassen, um weiterzugehen. Aber das Leben ist sehr viel mehr, als um Familienglück zu stehen. Das sagt zumindest der eine ganz klar über mich. Ich bin das, was ich bin durch dich. Also, wenn ich begreife, dass ich am schönsten und glücklichsten bin, wenn ich endlich laut Ja zu mir sage und zu dir, meinen King, dann beginnt meine heilsame Reise zu mir und gleichermaßen aber auch zu dir. All der Druck fällt ab, etwas darstellen zu müssen, um jemand zu sein. Endlich kann ich mich fallen lassen und werde bei dir einfach klein. Bei dir erfahre ich, welche Formen und Farben das Leben hat. Und was wirklich wichtig ist und für die Ewigkeit bleibt. Durch dich erkenne ich die offene Tür und den wertvollen Moment, in dem du mich zum Segen setzt mit Kraft und Akzent. Ich erkenne dein Reich, das sich herrlich auftut vor mir, was so viel schöner und herrlicher ist als jedes Stück auf Klavier. Und genau hier willst du mich gebrauchen, mich senden, berufen? Crazy, bist du dir sicher, du hast mich wirklich gerufen? Wenn das so ist, dann bin ich platt. Wie unfassbar groß ist deine Gnade. Ich muss nicht in Schablonen passen und brauche auch keine Fassade. Ich darf die sein, die ich ganz und gar ungeschminkt bin. Mann, oh Mann, was für ein unglaublich großer Gewinn. Was die Welt über mich sagt, interessiert mich nur noch peripher. Ich bin dein Kind. Unfassbar. Da geht nicht mehr.